Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht, und wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, wer ist der eigentliche Adressat unseres religiösen Tuns? Es ist der Vater im Himmel, der auch das Verborgene sieht und uns das Verborgene vergelten wird. Ich denke, das ist bis heute wichtig, dass wir uns bewusst wird. Und der Adressat von all unserem Glaubensleben, eigentlich von all unserem Leben, ist der Vater im Himmel. Er ist der, zu dessen Ehren wir alles tun. Es ist eigentlich eine Antwort auf die Gnade, die er uns geschenkt hat. Und hier sind wir mitten in dem, worum es eigentlich geht, in der Fastenzeit, zu Ostern. Es ist die Grundlage unseres Glaubens, die wir uns bewusst machen. Wenn es heute jemanden sagt, ja, woher kommt der Strom, was da steckt draußen, wird es nun auslachen, oder? Weil jeder weiß, da braucht es eine Leitung und ein Umspannwerk und ein Kraftwerk und alles Mögliche, damit wir hier Elektrizität haben. Die kommt nicht einfach aus der Steckdose. Der Mensch ist an sich mehr oder weniger religiös. Heute stellt sich die Frage, denn die Gottlosigkeit in einem allgemeinen Umfang, wie es in der westlichen Gesellschaft jetzt ist, gibt es sonst nirgendwo und hat es auch noch nie gegeben. An sich gilt, dass der Mensch sozusagen naturhaft religiös ist.
Aber das ist nicht zu verwechseln mit der christlichen Religiosität. Das heißt, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir in Jesus Christus unseren Herrn und Gott erkennen. Das ist eine ganz besondere Gnade und nicht zurückzuführen auf unsere naturhafte Religiosität, die wir ja doch zumeist auch haben. Aber woher kommt unser christlicher Glaube? Wo ist dieses Kraftwerk, von dem wir unser Glaube seine Energie erhält? Es ist das Kreuzesleiden unseres Herrn Jesus Christus, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Und wir sollen uns dieses Fundamentes bewusst sein. Wir sollen eine lebendige Beziehung zu diesem Fundament aufbauen. Wir sollen aus tiefster Seele erfasst sein von dem Leiden, vom Schmerz des Herrn, das er für uns auf sich genommen hat. Es soll uns wirklich durch Mark und Bein gehen und durch die Seele fahren, was er für uns getan hat und vor allem mit welch großer Liebe er all das ertragen hat. Nur aus Liebe zu uns. Denn wenn Gott uns die Sünden verzeiht, da ist er nicht so wie der Lehrer, der einfach den Schwamm hernimmt und die Kreiden von der Toffe runterwascht und weg ist. Das wäre doch viel zu billig. Das würde doch auch der Qualität dessen, was Sünde ist, nicht gerecht werden. Das würde auch der Würde des Menschen in seiner Entscheidungsfähigkeit nicht gerecht werden. Jeder Augenblick kann entscheidend sein. Einmal schlampig auf die Leiter drauf gestiegen und ein Leben lang im Rollstuhl. So kann das Leben sein. Und warum sollte dann vor Gott nicht jeder Augenblick, jede Phase unseres Herzens entscheidend sein? Vor allem dem gegenüber haben wir Schuld. Irgendwen oder den Nachbarn oder den reichen Menschen. Das macht einen Unterschied. Ob es dem Nachbar sein alten Golf, ein Grat sein, ob es das im Jaguar von einem Besitzer. Spätestens dann, wenn du den Abschein mit der Rechnung kriegst, merkst du den Unterschied. Aber Gott gegenüber, der Allmächtige, der bekommt jede kleine Sünde ein tonnenschweres Gewicht. Wem gegenüber haben wir sie denn? Das heißt, uns muss diese Beziehung zu Gott bewusst werden. Die muss lebendig sein. Sie muss uns nicht begleiten und richtig kränken, dass wir den Vater im Himmel beleidigt haben. Das meine ich mit Beziehung haben. Und dann liegt auch die Liebe Gottes noch viel mehr
wenn ich daran denke, aus Liebe, obwohl wir ihn beleidigt haben, geht er uns nach, wird Mensch, trägt das Kreuz, hat die schlimmsten, grässlichsten Leiden, bis hinein zu den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hat alle Dunkelheit, die ein Mensch erleiden kann, auf sich genommen, alle versalzensten Suppen gegessen, ausgelöffelt, die ein Mensch sich selbst einbrocken hätte können. Nur damit wir reinen Tisch haben können. Damit wir darauf vertrauen können, es ist alles gut. Es ist alles vergeben. Es ist alles getilgt. Erst dadurch wird einem bewusst, was da geschehen ist auf Golgatha. Und auch an Ostermorgen. Zu Ostern, wo dieses neue, wiederhergestellte Leben für jeden Menschen bereit liegt, der auferstandene Herr jedem Einzelnen entgegengeht und sagt: Komm zu mir, lebe mit mir. Empfange dieses wiederhergestellte, erlöste Leben und lebe aus dieser Kraft meiner Auferstehung. Beginne mit dieser neuen Existenz. Welch großer Reichtum, welch großes Geschenk. Aus dieser Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn gibt es keine Sinnlosigkeit mehr. Kein Kreuz und kein Leid ist umsonst. Es hat alles eine Hoffnung und eine Zuversicht. Und einen Sinn. Und wenn es den Zweck erfüllt, dass ich durch das Ertragen gewisser Kreuze lerne, es aus Liebe zu tragen, weil ich dadurch dem liebenden Heiland am Kreuz gleich werde. Aus Liebe stellvertretend für die, die sich den Glauben noch nicht geöffnet haben, für die Sünder. Stellt euch vor, ihr würdet eure Krankheit aufopfern für den Nachbarn oder den Verwandten, mit dem ihr die größten Probleme habt. Wo er vielleicht sagt: Den kann ich und will ich nicht vergeben. Bis ins Grab hinein. Und für diese Person opferst du, wo du überzeugt bist, er hat es am allerwenigsten verdient. Für den opferst du deine unangenehmste Krankheit auf. Das wäre Jesus ähnlich werden. Um all das besser zu verstehen, beginnen wir Fastenzeit. Wir beten den Kreuzweg, um uns in dieses Geheimnis zu vertiefen, damit es an uns Wirklichkeit wird. Damit wir dann wirklich zu einer klaren Entscheidung finden. Denn das Ganze zielt hinaus, eigentlich in die für die Osternacht, wo jeder Christ mit der Kerze in der Hand sein Taufversprechen erneuert. Der Priester sagt: Wieder sagst du den Bösen und glaubst du an Gott. Und du sagst: Ich widersage und ich glaube. Denn ich weiß, wozu ich mich entschieden habe, und das ist für mich der größte Reichtum. Und auf diesem Weg gehe ich. Heute stärker als gestern. Und auf diesem Weg machen wir uns in der Fastenzeit. Ich wünsche euch, dass jeder einzelne von euch
einen Zugang findet zur Liebe Gottes, zu den großen Gnadengeschenken, vor allem aller Sakramente, dass ihr dann wirklich zu Ostern wisst, was ihr begeht, oder wir alle gemeinsam. Amen. Vergelt's Gott.